Das Landgericht Hechingen verhandelt seit heute im Fall des tödlichen Hundeangriffs in Frohnstetten im Mai 2017, bei dem eine 72-jährige Frau ums Leben gekommen war. In diesem Garten war der Hund unbeaufsichtigt angeleint, als er sich losgerissen hatte, über den Zaun gesprungen war und die Passantin angefallen hatte. Seine Besitzer waren in Berufung gegangen, nachdem das Amtsgericht Sigmaringen sie wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen von 1,5 und 2 Jahren und Sozialstunden verurteilt hatte. Für den Prozess vor dem Hechinger Landgericht sind 2 weitere Verhandlungstermine angesetzt.